Eieiei, habe ich viele Abonnenten und habe ich auch viele Teams, die ich hier zeigen muss, also nicht muss, sondern gerne mache. Willkommen zurück bei den Teams meiner Abonnenten. Wir sind hier wieder bei einem, der mit dem Biershot-Wappen, ich finde diesen Namen immer noch so mega witzig, mit dem Bären drauf, was auch noch mega geil aussieht, hier ein Team hat. Wir haben einen TOT Hawk, okay, mit Tarab im Sturm, der mir da nicht so gefallen würde, muss ich sagen. Dafür hat er viel zu schlechten Kopfball. Aber ich habe mich ja letzte Folge total vertan. Tarab hat auch 5 Sterne schwache Fuß und 5 Sterne Spezialbewegung. Was ich alles nicht weiß, ne? Der und Shikawi dann. Cool. 12 Spiele, 11 Tore, alle Tarab. Wellington haben wir auch noch. 15 Spiele, 4 Tore, der hat in beiden 4 Sterne. Megidi, Busufa, Asaidi, ein ganz cooles Hybrid-Team eigentlich. Auch wenn ich nicht weiß, bekommt Megidi hier genug Chemie eigentlich nämlich nicht. Aber gut, sonst ist es ganz nett. Testegen, Boateng und Lahm haben wir noch, also ganz cool hybridmäßig gemacht. TOT Hawk Seconds. Bale, Ben Arfa, Van Persie, Nasri Fellaini und Mata Enrique. Oh, oder heißt der? Der heißt doch Enrique, oder? Jose Enrique, genau. Koscielny, Kabul, Walker und Hart. Relativ normales 4-3-3 Basis Premier League Team. Legends for me. Oh, das ist mal ein cooles Team. Das ist mal ein cooles Team. Hat er damit auch gezockt? Das würde mich ja mal interessieren. Wir haben hier Christian Abbiati. Dann haben wir Gennaro Gattuso. 5 Spieler haben mit dem Team oft mal gezockt. Richtig geil. Gennaro Gattuso, super geiler ehemaliger Milan-Spieler. Genau wie Alessandro Nesta. Spielt jetzt beim Montreal Impact. Alle extrem langsam. Walter Samuel schon seit endlos vielen Jahren bei Inter Mailand. Erik Abidal. Jetzt nach zig Verletzungen nicht mehr bei Barcelona, natürlich spielt natürlich nicht mehr, weil Adriano spielt, aber ganz toller Spieler gewesen früher. Mauro Camoranesi war nie immer der fairste Spielertyp, aber hat auch super Spiele geleistet für die italienische Nationalmannschaft auch vor allen Dingen. Andrea Pirlo immer noch gut sogar. Thierry Henry spielt in den USA, 5 Sterne schwacher Fuß, 5 Sterne Spezialbewegung. Deco, 5 Spiele, 2 Tore. Deco, ich wusste gar nicht gerade, dass der in Brasilien spielt spontan. Hat auch mal Barcelona gespielt, ne? Deco. Ich verwechsel ein oder zwei Spieler da immer. Ah, das habe ich zwar vergessen. Juninho haben wir hier noch und Trezeguet. Boah, crazy. Wenn man damit gut spielen könnte, das wäre, da hätte ich aber Respekt vor, muss ich sagen. Second Legends. Das ist das normale Team gewesen. Ha, 4-5 SFG, Nachbar von mir. Hat leider kein gültiges Team. Alex Meyer, 1-2-3-5. Sieht auch nach einem Startteam aus, aber ist keins. Es ist ein Koreaner-Team. Hier mit dem hier, mit Hee-Shul Park, der ziemlich gut ist. Der hier ist auch nicht schlecht. Lee, 7 Spiele, 6 Tore. Wen hat er denn im Sturm? Den habe ich nämlich nicht im Sturm. Zum Beispiel 7 Spiele, 6 Tore, da habe ich ihn ziemlich schnell. 4 Sterne schwacher Fuß, aber nicht schlecht. Und das sieht aus, als hätte er noch ein Bronze-Team, was wir uns natürlich... was wir uns natürlich angucken werden. Stone. Okay, das ist kein Bronze-Team, das ist ein Gold-Team. Ein brasilianisches, ziemlich normales, hat man so schon öfter gesehen, nur nicht in der Formation. Go! Wieder ein Bronze-Team, machen wir mal abwechselnd hier, denn da kommt ganz bestimmt noch ein Gold-Team, denke ich mal. Oh, die sind auch nicht schlecht. Ey, ist, glaube ich, auch ziemlich gut. Morrison, ja, tatsächlich, nicht schlecht. Sind die Innenverteidiger bekannt? Cameron, 1400 Coins. Für 2300 Coins, Pierce, 80 Tempo für Innenverteidiger, crazy shit. Sein Stürmer, 2 Spiele, 3 Tore, Graben. Okay, könnte ich. WVA, auf das habe ich gewartet, habe ich nämlich Isco gerade gesehen und Ben Yat. Courtois in Form haben wir hier. Dann haben wir hier, wer ist das? Mikel San Jose Dominguez in Form. Oh Gott, da gehen wir mal kurz durch hier. Sergio Sanchez Ortega. Ich mache mit meinem Aussprache Fummel. So. Monreal ist nie schlecht. Medium-High-Arbeitsrate, vor allem also sehr defensiv. Binyat, Excebariria, Urquiaga, keine Ahnung, ich konnte noch nie aussprechen. Fabregas haben wir, Rakitic, Alexis Sanchez, Isco auf links. Auch Respekt, wenn man mit dem spielen kann. Nur 3 Sterne Spezialbewegung, nur 3 Sterne schwacher Fuß und 79 Tempo nur. Aber gut, dafür kann er relativ stark dribbeln, gut passen, gut schießen. Und das läuft ja dann auch soweit. Benzema hat 7 Spiele, 5 Tore. Schade, so einen legendären Typen hier, wie einer, der Mandzukic 450 Spiele lang spielt, den haben wir hier nicht mehr. Kazim Richards im Sturm, auch eine geile Sau.
sonst ein normales Silberteam aus der Basis Premier League, nur nicht so, wie es jeder, beziehungsweise ist das sogar, nee, das ist zweite Liga, ne? Ja, ja, die sind ja, hier sind viele Vereine, die schon in der ersten Liga waren, die aber abgestiegen sind, das ist nämlich die zweite Liga. Wenn es erste Liga wäre, wären da bestimmt ein, zwei drin, die ich kennen würde, ein, zwei sehr bekannte. Street, ich glaube, da waren wir schon, ne? Ja, da waren wir schon, korrekt. Ladetee, der alte Ladetee. Alter, wie schlecht ist die Gesamt... Oh, oh, ein Torwart im Mittelfeld, ein Stürmer im Tor. Zwei, nur Stürmer in der Verteidigerkette und ein ZDM. Ein Innenverteidiger im Sturm. Was soll das? Was machst du hier? Ist das deine Startmannschaft? Keine Ahnung. Neran Joe hat keine aktive. Ey, hat eine. Und was ist das? Okay, das scheint auch mehr so willkürlich zusammengebaut zu sein. Berno Junior, Breitenfeller SV. Oh, Eswan und Juf, da sage ich nichts zu. Nö, da sag ich echt nicht so. Russian BSV. Dumbia. 56 Spiele, nur 30 Tore. Das ist aber relativ wenig sogar noch. 56 Spiele, 31 Tore. Und 54 Spiele, 35 Tore. Ich meine, gut, da macht natürlich wenigstens jeder gleich viel Tore. Das ist natürlich, da ist da natürlich auch eine geringe Anzahl von Toren nicht schlecht, wenn dann wenigstens alle drei gleich viele Tore machen. Dann haben wir hier France. Und zwar Spieler, die man nicht so häufig sieht. Menes haben wir hier und Nkulu. Oh Gott, wer ist das denn hier? Emmanuel Riviera, habe ich schon mal gesehen. Diese Frisur, ne, die macht mich voll an. Nicht, also, nee, Spaß. Spaß beiseite. Italia. Okay, alle falsche Formationen. Außer zwei. Nee, einer nur. Erstbesitzer, den hat er im Pack gezogen. Ein Spiel erst. Ibarbo auch erst ein Spiel. War es jetzt Premier League? Waren wir da schon? Auch wieder so jemand mit vielen Mannschaften. Mag ich eigentlich gerne. Sturridge, Walcott und Young. Und das scheint ein ziemlicher Pace-Move zu sein, wenn ich das mal jetzt so sagen darf. Mein lieber Berno Junior. Wenn jetzt bei Brazil auch noch Wellington und Pato drin sind, ja okay, Wellington und Sobis, dann steht er vielleicht auch noch auf 5 Sternen. Tricks da 6 Spiele, 6 Tore mit dem eher langsamen Sobis. 6 Spiele, 5 Tore mit Wellington. 4-2-2-2, meine Horrorformation. Ich komme mit der war überhaupt nicht klar, wie die meisten von euch wissen. Divise, ein Team der Eredivisie. Das ist der mit 94 Tempo. Luciano Nasing. Mertens ist auch ziemlich schnell. 2 Spiele, 2 Tore. Und Boney, der gerade einen Team of Season Spieler bekommen hat. Und ich glaube, da haben wir angefangen. Ja. Homer Simple. OJH. Southampton. Mit Watford Logo. Ein Hybrid, bestehend aus Barca's Premier League und Serie A. Stürmer 5 Spiele, 4 Tore und 15 Spiele, 20 Tore mit Aguero. Das ist auch, glaube ich, einer der einzigen Spieler, mit denen ich viele Tore schaffen würde, viele Tore zu schießen. Gegen den, das, bei dem kann ich euch das ruhig schon mal längst sagen, gegen den habe ich ja vor langer Zeit, ich glaube, es war die erste Folge Pink Sips, die ich gezockt habe, war gegen ihn hier. Mit Inke Team of Season, 3 Spiele, 5 Tore. Delfuneso ist das, ne? 3 Spiele, 0 Tore mit 90 Tempo. Und Eninho. Ja, doch wohl. 3 Spiele, 5 Tore auch. Also was, er hier hat 3 Spiele, 0 Tore und dafür hat er 3 Spiele, 5 Tore. Und 3 Spiele, 5 Tore. Okay, gut zu wissen, dass der Stürmer keine Tore hat, aber die Außenspieler dafür mehr, als sie gespielt haben. Oh, jetzt gleich noch ein Pizzabrötchen. Da freut der Lars sich schon drauf. Das ist nämlich sein zweiter Account. Und da ist auch ein gutes Team von ihm drauf. Was ist das hier? Er nicht das gute Team? Nee, er nicht. Ich weiß nicht, wofür das sein soll. Und ihr seht schon, Ibrahimovic. Und ich verstehe nicht, wie diese Werte zusammenkommen, wenn ich hier so gucke. Angriff 80, Mittelfeld 78. Hä? Verstehe ich nicht. Angriff 80. Wer zählt denn dann zum Angriff? Das ist einfach nur... Das, oder nein, die Auswechselspiele werden da eigentlich nie mitgezählt. Ne? Also Ibrahimovic hier im Sturm. 8 Spiele, 6 Tore. So viel hast du mit dem Team noch gar nicht gespielt, du Nudel. Du alte Nudel. Gamero hier, dir links über Gunnarsson, Menes, Gamero und Ibrahimovic. Gamero und Menes ja beide erst vor ziemlich kurzer Zeit in Form bekommen. Früher musste man immer Lukas mit Ibrahimovic kombinieren, um keinen Non-Rare oder Scheißspieler nehmen zu müssen. Gunnarsson würde ihm hier Team of Season nicht schaden. Und hier statt Pepe und Contrao, dann vielleicht Sako und Sako und Tremolinas, genau, Tremolinas kauft er mir nämlich noch ab, den habe ich noch in meinem Verein.
ziemlich lang her bei euch. Wahrscheinlich lad die Folgen ja jetzt ein bisschen Abstand hoch. Und hier ist ein Non-Rare-Team, was ungefähr genauso aussieht wie meins, bis auf das ein Spieler nicht Non-Rare ist, Danilo. Und dass ich hier Balzaretti habe und nicht Antonini. Weiß nicht, was ist also seine Torquote. 36 Spiele 40 Tore, 36 Spiele 33 Tore und 36 Spiele 38 Tore. Der rockt doch damit ziemlich übel ab, würde ich mal meinen. Xcelsius, gegen den habe ich auch eine Partie im Pink Slips gezockt. Und hat ein relativ ähnliches Team, zumindest hier Lukas, Menez, Ibrahimovic, Gündogan, Reus und Piszczek. Ach, das war glaube ich der als einziger gegen mich gewonnen hat im Pink Slips bisher. Loris, Kabul, Chiellini, De Sceglie. Ein ziemlich gutes Team, bin ich auch überhaupt nicht gegen klargekommen als Gegner. FC Zellbrit, das ist ja cool, vielleicht ein Hybrid-Team, denke ich mal. Oh ja, und was für eins, mit Micoli, De Rossi, von dem hier, da, wie ist das, Davide Santon? Ja, genau. Ogbonna, Koscielny, Sanja, Caballé, Carlos Eduardo, Judson und Alexandre Pato. Also hier noch zwei 5-Sterne-Skiller eingebracht, nämlich die beiden hier. Pato nur 4 Sterne, aber auch dafür 4 Sterne schwacher Fuß und extrem schnell. FC Zell Skill und FC Zell Brit, genau. Das waren so meine Teams. Alisan, 58, hat ein Fitness-Team. Geile Sache. Ja, mit starken Links aufgebaut. Der starke Link, oder beziehungsweise der perfekte Link zwischen Kroos und Müller, der starke Link zwischen Jovetic und Vucinic, der zwischen Matuidi, Sacco und Tremolinas und der zwischen Parker, Kabul, Walker und dann noch Sirigu. Ginger Ninja GMG. Damjanovic sehe ich da hier auf der Bank. Coole Sache. 3 Spiele, ein Tor. Auch wieder ein cooles Hybrid. Pato und Robinho mit perfekter Chemie. Genau wie Remy und Valbuena. Auch perfekte Chemie. Haben wir so ein paar Pärchen von. Ganz cooles 4-1-2-1-2 Hybrid, muss ich sagen. Mit 2 5-Sterne-Tricksern. 2 ziemlich schnellen Spielern und so weiter und so fort. Gold Fitness. Was mag das hier sein? Ach geil. Montenegroanischer Sturm nennen wir es jetzt mal. Jovetic, Vucinic und Damjanovic. Coole Sache. Auch mal eine nette Idee, Damjanovic einzubauen. So mit den dreien zusammen im in der Formation, die 1-2 am Ende hat, also hängende Spitze und 2 Stürmer, da geht das ja. So, noch ein weiteres Bronze-Team. Mit Österreichern, relativ unspektakulär jetzt eigentlich. Gucken, wie kommt er damit klar, die macht er dann viele Tore oder 50 Spiele 11 Tore, ach ja, geht ja noch. 50 Spiele 16 Tore mit dem Non-Rare-Guy hier. Bronze-Fitness. Okay, ach cool hier. Matt Laba, der fast aussieht wie Sangweni, der Man of the Match von Südafrika. Auch von Orlando Pirates ist er, glaube ich. Und Keto Kwake Mazuku. 4 Sterne schwacher Fuß, 4 Sterne Spezialbewegung. Genau wie er hier. Und er hier außer Spezialbewegung. Und ja, okay, da nicht mehr, schade, da hört es auf. Aber viele Franzosen scheinen auch ganz gute Non-Rare-Spieler zu haben. Die Franzosen muss man ja mal neidlos anerkennen. Oh, hier haben wir ein sehr starkes Team, was über starke und perfekte Links läuft. Hier haben wir Huseklepp und und El Yunusi oben. 5 Spiele 2 Tore, 5 Spiele 4 Tore. Fetfazidis, Owusu Abeyi, Maniatis, Kirchhoff. Ist das hier Machado? Nein, das ist nicht Machado, oder? Doch, das ist Machado. Hat der ein anderes Bild bekommen? Nein, glaube ich nicht, aber. Silber Fitness. Also, viele haben Bronze, Bronze Fitness, Silber, Silber Fitness und Gold, Gold Fitness. Mit Diouf, der extrem stark ist, den ich einfach nur liebe in Silber. Wer ist da? Sané, auch cool. Arizala, von dem meinte letztens Monaldinho aus dem Forum, übrigens in meinem Banner verlinkt das Forum, dass der mega overpowered sein soll. Ich meine, 4 Sterne Spezialbewegung, 4 Sterne schwacher Fuß ist auch nicht so schlecht, aber... Oh, und Olave, der unglaublich stark aussieht. Okay, das war's jetzt im Ernst auch schon. Und ich würde sagen, wir gucken mal kurz hier, wie viele sind denn noch. Ach ja, die lohnen sich ja tatsächlich noch für eine Folge. Würde ich sagen, machen wir bei Gabriel 993 in der Folge 6 weiter bei meinen Abonnententeams. Und wir sehen uns dann wieder. Haut da rein, ciao.